Ärzte Emma Schaumer, das müsste erstmal bis zu deiner Operation reichen. Und nach der OP bekommst du einen ganz schönen Gips. Aber der muss auf jeden Fall weiß sein. Ich will nämlich meiner Schwester eine schöne Sonne draufmalen, damit sie sich immer freut und nicht so dolle Schmerzen mehr hat. Das ist aber eine tolle Idee von dir. Mit so einer Sonne auf dem Gips, da ist der Armbruch nur noch halb so schlimm. Da bin ich mir total sicher. Ich habe hier einmal ein Bett für die Emma Fröhlich. Ach Mann, und gerade jetzt ist mein Mann nicht da. Ich fühle mich total schlecht und... Ach, es ist wirklich nur eine kleine Operation. Es dauert doch jetzt keine 5 Stunden, oder? Nein, Frau Fröhlich, Sie sind hier wirklich in den besten Händen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, es wird alles gut werden. Die Operation dauert ungefähr, ja, 1 bis 2 Stunden. Ach, das ist ja furchtbar, so lange. Und kann ich wenigstens Sie mit runterbringen in den OP? Natürlich können Sie das, aber Sie müssen sich jetzt wirklich ein wenig beruhigen, Frau Fröhlich. Ich weiß, das ist schwer. Ihre Tochter ist hier wirklich gut aufgehoben, glauben Sie mir. Ja, und dürfte ich nachher vielleicht mal kurz telefonieren? Ich habe mein Handy gar nicht dabei. Ich muss meinen Mann unbedingt anrufen. Och, Emma, ich bin jetzt voll traurig, dass du operiert wirst. Ich hoffe, danach hast du nicht mehr so dolle Schmerzen und dass sie ganz nett zu dir sind. Greta hat gesagt, als sie eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Schlafspritze bekommen hat, da hat sie ganz tolle Sachen geträumt. Vielleicht träumst du auch was. Vampir, Vampir. So, junger Mann, wenn du möchtest, kannst du dich eben hier vorne noch hinsetzen. Bis wir in den OP fahren, dauert das noch einen ganz kleinen Moment. Deine Mama muss noch ein paar Sachen ausfüllen und deine Schwester braucht noch eine Beruhigungsspritze. Oh je, das tut bestimmt richtig weh, die arme Emma. Och Mann, die Operation tut dir doch nicht weh, oder? Sie wird davon noch nichts merken. Sie schläft doch, oder? Ja, da mach dir mal keine Sorgen. Deine Schwester wird die ganze Operation verschlafen. Und unten im Operationsraum ist auch extra ein Arzt, der nur darauf achtet, dass Emma tief und fest schläft. Und wenn Emma später aufgewacht ist und wieder fit ist, wird sie sich an gar nichts mehr erinnern können. Und sie wird auch keine Schmerzen mehr haben wahrscheinlich. Also, mach dir keine Gedanken um deine Schwester. Sie ist hier wirklich gut aufgehoben. So, Frau Fröhlich, wir haben jetzt alle Tests gemacht. Ich habe Ihre Tochter soweit untersucht. Der OP ist unten frei. Wir können also jetzt gleich runterfahren. Ich gebe Ihrer Tochter jetzt einmal noch kurz eine Beruhigungsspritze und dann wird sie unten noch auf die Operation vorbereitet und alles ist gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt bekommt Emma noch einmal ihre Beruhigungsspritze, damit sie unten auch schön entspannt in den OP kommt. Und dann bekommt sie unten gleich ihre richtige Narkose. Was? Das ist ja eine Riesenspritze. Oh je, Emma. Mach dir mal keine Sorgen. Die Spritze ist halb so schlimm, wie sie aussieht. So, Frau Fröhlich, dann halten Sie Emma bitte einmal fest, damit ich einmal in den Po pieksen kann. Das machst du echt super. Du bist wirklich tapfer. Oh Mann, Emma, du bist so tapfer. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich toll. Gut, Emma, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Operation. Sie können die Kleine denn jetzt mit runternehmen? Ja, gerne. So, Emma, dann komm mal mit runter. Frau Fröhlich, es tut mir jetzt wirklich leid, aber Sie müssen hier vorne warten. Sie können nicht in den sterilen Raum. Aber die Ärztin hat doch gesagt, ich kann mit runter. Bitte, ich kann doch meine Tochter jetzt nicht alleine lassen. Sie hat doch bestimmt Angst und sie wurde noch nie operiert. Bitte, lassen Sie mich mit rein in den OP. Nein, Frau Fröhlich, das tut mir wirklich leid, aber das geht nicht. Der Raum ist steril und Sie können nicht mit rein. Bitte verabschieden Sie sich jetzt. Aber die Ärztin hat doch gesagt, ich kann mit rein. Ach Mann, ich kann doch meine Tochter jetzt nicht allein lassen. Sie hat doch bestimmt große Angst und ich fühle mich selber gar nicht so gut. Bitte lassen Sie mich mit rein. Nein, Frau Fröhlich, bitte beruhigen Sie sich jetzt. Ihre Tochter ist bei uns gut aufgehoben. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Es wird alles gut werden, aber Sie müssen sich jetzt beruhigen. Aber wir können Emma doch nicht alleine lassen. Sie hat doch bestimmt große Angst. Wer will denn schon alleine sein, wenn er operiert wird? Keiner. Lassen Sie uns doch bitte zu, Emma. Das geht leider nicht, junger Mann. Ich würde euch wirklich gerne reinlassen, aber so läuft das hier nicht im Operationssaal. Hier muss alles steril bleiben, damit keine Infektionen sich ausbreiten. Bitte verstehen Sie das doch. Am besten verabschieden Sie sich jetzt erstmal in aller Ruhe, geben Ihrer Tochter noch einen dicken Schmatzer und wir sind ganz schnell fertig mit der Operation und dann kann Ihre Kleine wieder zu Ihnen, versprochen. So, hier Emma Fröhlich, das bist doch bestimmt du, oder? Du Kleine, hast du dir den Arm gebrochen? Och Mensch, aber mach dir keine Sorgen, du bist ja bei den besten Ärzten in der ganzen Stadt aufgehoben. Ach, du bist ja wirklich eine ganz, ganz Süße, du Arme. Gleich, wenn wir fertig mit der Operation sind, dann hast du auch keine Schmerzen mehr. Vampir, Vampir, Emma Vampir, aua, Emma, aua, Vampir. Na, du bist ja echt eine Witzige. Also Emma, wenn du gleich wieder aufwachst, hast du kein Aua mehr. Und ein Vampir bist du schon mal gar nicht. So, dann wollen wir jetzt mal gleich anfangen, oder? Emma, pielen, pielen, Emma, pielen. Also Emma, spielen kannst du später. Jetzt musst du erstmal operiert werden. Du bist wirklich ein ganz, ganz tapferes kleines Mädchen. Das muss man dir wirklich zugute halten. So, jetzt bekommst du hier schon mal einen Tropf.
Und dann bekommst du gleich noch deine Narkose und dann schläfst du ganz, ganz fest. Ja, Herr Doktor, ich bin jetzt auch da. Sie können sich OP fertig machen. Ich kümmere mich um den Rest. Na, du bist aber eine richtig, richtig Süße. Echt niedlich. Bist du die Treppe runtergefallen und hast dir den Arm gebrochen? Du Arme. Aber der Doktor flickt dich jetzt wieder zusammen. Es wird alles gut werden. Und du bist wirklich sehr, sehr tapfer. Frau Fröhlich, nun machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Setzen Sie sich doch hier vorne einfach in den Wartebereich und warten Sie auf Emma. Dann sind Sie immer informiert. Meinst du, Emma wird schon operiert? Ach, ich weiß nicht, Linus. Ich mache mir ganz dolle Sorgen, die Arme. Sie jetzt ganz allein in diesem OP. Das ist aber blöd, oder? Ach, Emma schafft das schon. Hast du nicht die Spritze gesehen? Da hat sie nicht einmal geweint. Emma ist wirklich sehr, 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 sehr tapfer. Ich bin so stolz auf sie. Obwohl ich auch ein bisschen böse bin, dass sie aufgestanden ist und hat einfach gespielt und ist dann die Treppe runtergefallen. Nicht wegen dem Fernseharm, sondern weil sie mir so einen Schreck eingejagt hat. So, du tapfere Emma. Du bekommst jetzt von mir eine Spritze gegen die Schmerzen, damit es später alles nicht so doll wehtut. Und von meinem Kollegen bekommst du gleich eine schöne Narkose. Und dann schläfst du hoffentlich ganz, ganz tief und fest und träumst von vielen Blumen. Vampir! Ja, oder von einem Vampir, ist mir auch recht. Auf jeden Fall wirst du nichts merken, versprochen. Ja, Herr Doktor, ich leite jetzt auf jeden Fall die Narkose ein, dass Sie Bescheid wissen. So, Emma, ich setze jetzt einmal hier die Maske aufs Gesicht und jetzt ganz, ganz tief ein- und ausatmen. Das machst du sehr gut, Emma. Ihr Herzschlag ist auf jeden Fall stabil. Schön einatmen. Pielen, pielen, Emma, pielen. Finus, Finus, aua. Finus, miau, miau. Ja, der Herzschlag wird langsam ruhig. Emma, du bist so tapfer. Emma, ja. Okay. Emma, ja. Sie schläft. Das ist wirklich ein sehr tapferes Mädchen. Hat nicht einmal geweint, oder? So, dann sag uns mal Bescheid, wenn sie tief und fest schläft. Herr Doktor, die Kleine schläft auf jeden Fall. Sie können jetzt anfangen zu operieren. Na gut, dann wollen wir mal gleich anfangen, dass Emma auch schnell wieder zu ihrer Familie kann. Ihre arme Mama war gerade ganz schön aufgelöst. Gut, Emma, dann müssen wir dir erstmal hier den Gips aufmachen, diesen provisorischen. Melanie, ich brauche bitte unbedingt die Gipssäge. Der ist schon hier ziemlich fest. Oh je, das ist aber ein blauer Arm. Gut, dann wollen wir jetzt mal anfangen zu schneiden. Och, einmal noch tief durchatmen. Und dann brauche ich ein bisschen Musik, dann kann ich mich besser konzentrieren. Melanie, mach mal eben bitte hier die Rockmusik an. Ja, das ist gut. Ach Mann, ich habe so Angst um Emma. Dauert die Operation noch lange? Ach Linus, die haben bestimmt gerade erst angefangen. Es dauert aber noch einen kleinen Moment, bis nur eine Operation losgeht. Ach Mann. Ich hoffe, Emma wird ganz schnell wieder gesund und hat nach der OP keine Schmerzen mehr. Und wir müssen unbedingt Papa anrufen. Ja, echt doof, dass er gerade nicht da ist. Jetzt können wir ihn auf jeden Fall gut gebrauchen. Och Mann, die arme Emma. Bekommt sie nach der Operation ein großes Geschenk? Von mir aus kann sie auch zwei große Geschenke haben. Und du, Linus, du bekommst auch ein großes Geschenk. Mach dir keine Gedanken, aber erstmal will ich jetzt, dass Emma heil aus dem OP kommt. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Hat euch das Video gefallen und wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kennt ihr schon das Video, wo Greta ganz tolle Bauchschmerzen hatte und in die Kita ein Rettungswagen kommen musste? Wenn nicht, dann verlinke ich euch es einmal hier oben. Ansonsten verlinke ich euch hier vorne noch ein paar Videos von Emma, wie sie viel Quatsch gemacht hat. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr hier vorne auf meinen Kopf klickt. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!